Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein monatliches Aufgebraucht und Plattgemacht Video für euch. Es ist mal wieder einiges leer geworden. Der Monat November ist fast vorüber. Mittlerweile, bin ich frisch gebackene Mama. Julius ist gerade unten bei Papa. Ich habe mich endlich mal wieder hier hingesetzt, habe mir ein bisschen Frische ins Gesicht gegeben und Leute, ihr macht euch keine Vorstellung. Ich heule gleich, ich freue mich. Es sind einige Dinge passiert, ich werde euch noch das ein oder andere Video dazu abdrehen, ne? Geburtsbericht und so weiter und so fort. Habe ich schon gesagt, wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen mal so die Produkte Revue passieren zu lassen, die jetzt so leer geworden sind, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Keine Ahnung, ihr merkt, ich habe richtig Bock drauf, ich habe schon lange nicht mehr hier gesessen. Was haben wir denn heute, wo ich das Video drehe, den 12 Tage. Oder 10 Tage? Ne, 12 Tage tatsächlich, ja. Ja, ich habe schon Entzugserscheinungen gekriegt, man merkt es, ne? Okay, also, ich möchte tatsächlich starten mit dem Sponsor des Videos und das ist in diesem Sinne Beautymates. Beautymates und ich arbeiten schon eine ganze Weile zusammen und das ist ein wunderbares Unternehmen aus München, aus Bayern und die stellen Wirkstoffkosmetik her, die ich einfach super gut vertrage mit meiner trockenen, sensiblen Haut und da ist jetzt gerade leer gegangen der Augenlifting Booster. Den hatte ich auch in meiner Kliniktasche mit dabei und habe da quasi den letzten Rest vom Schützenfest verwendet und den habe ich in Kombination mit der Hyaluron Cream Lift verwendet und das war dann das Pretty Eyes Set, müsste es gewesen sein. Ja, da könnt ihr euch gerne mal auf der Homepage umschauen, wenn ihr möchtet. Ich weiß mittlerweile, welche Produkte ich so zu welchem Anlass brauche, sage ich jetzt einfach mal. Also dieses Produkt ist einfach für mich ein Staple, immer wenn es darum geht, dass ich Augenschatten reduzieren möchte, dass ich Augenfältchen, dass ich frischer aussehen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Und das trage ich mir dann auch pur auf die Haut auf und das finde ich einfach sehr empfehlenswert. Deswegen ist es jetzt auch schon zum, ich weiß nicht, wievielsten Mal bei mir in diesen Aufgebraucht-Videos drin, ne? Claudi30 gibt euch 30% Rabatt auf den Online-Shop. Wie gesagt, ne, verlinke ich euch in der Infobox alle möglichen Sachen, also sowohl das Produkt an sich, also den Augenlifting-Booster, als auch den Set-Konfigurator. Denn im Set-Konfigurator kannst du dir dein Set individuell zusammenstellen. Du kannst auch bis zu 3 Booster dann tatsächlich in deine Hautpflegeroutine integrieren. Den hier gebe ich mir pur auf mein Gesicht, also quasi pur unter die Augen und auch auf die Augen, weil dadurch wird die Straffung des Augenlides gemacht und auch die Schwellungen und die dunklen Schatten und so werden halt entsprechend minimiert. Also es gibt zum einen den Set-Konfigurator, es gibt aber auch die Möglichkeit, beim Produktberater vorbeizuschauen, falls du einfach noch gar nicht weißt, was deine Haut so gerade brauchen könnte. Und da kann man sich dann individuell beraten lassen, was ich auch ziemlich cool finde und halt durch so einen Fragebogen durchklicken und am Ende werden dann Produktvorschläge gegeben. Du hast eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, was ich auch ganz praktisch finde. Das heißt, du kannst erstmal in Ruhe die Produkte testen, ob diese Wirkstoffe überhaupt bei deiner Haut gut funktionieren. Und falls es nicht der Fall sein sollte, was ich schade fände, weil tatsächlich bei mir funktionieren die Produkte wirklich sehr, sehr gut, kannst du die halt zurückschicken, ne? Und kriegst halt dein Geld auch wieder. Das ist halt auch immer wichtig. Ja, wie gesagt, Claudi30, damit kannst du nochmal ordentlich sparen. Also sehr empfehlenswerte Geschichte. Vegan, cruelty-free, ohne Gedönsen, Kramsen, hier PEGs, Parfümstoffe und so weiter. Was für mich jetzt auch ganz cool ist, wenn ich Julius dann auch recht nah an mein Gesicht halte, dass er nicht umfällt von einer ganzen Parfümwolke. Wobei, ihr werdet es auch gleich sehen bei den folgenden Produkten. Ich kann nicht ganz auf Parfümstoffe verzichten, aber das ist halt irgendwie einfach so eine Sache für mich. Schau gerne mal vorbei, alles in der Infobox verlinkt. So, dann kommen wir jetzt einfach mal zu einem Sammelsurium. Ich habe es nämlich dieses Mal nicht sortiert. Also ich habe hier wirklich in dieser Box alles drin. Ich habe hier Adventskalenderprodukte drin. Ich habe hier Produkte aus Boxen drin. Ich habe Babyprodukte drin. Alles Mögliche. Kommen wir erstmal zu einem Produkt, was ich jetzt gerade trage, weil Julius gestillt habe und gemerkt habe, ich brauche die Dinger mittlerweile halt leider. Von Lansino, die Stilleinlagen, das war so eine Probe, die hatten wir irgendwo mal mit drin, ne? Also so in einer Mami-Box oder so, keine Ahnung, wo ich die mit bei hatte. Ich musste erstmal raffen, wie man die anwendet, weil das war jetzt eben auch das erste Mal für mich, aber es ist super angenehm. Ich kann jetzt natürlich nichts über die Langzeitwirkung sagen, ich kann jetzt nur sagen, Tragekomfort hier läuft.
Mag ich gerne leiden. So, da ist der gelbe Sack. Dann habe ich aufgebraucht eine Maske und zwar von The Body Shop Edelweiß Serum Concentrate Sheet Mask. Das ist eine beruhigende und schützende Maske. Ja, und die hat auch tatsächlich beruhigt und genährt. Die hat mir gut gefallen, hat mir gut gepasst. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und falls ihr sie zu Hause haben solltet, verwendet sie auf jeden Fall. Dann habe ich von Koine ein Keratin Smooth Conditioner aufgebraucht. Das ist dieser hier, den fand ich sehr angenehm. Der hat die Haare schön gepflegt. Keratin ist etwas, was meine Haare halt auch sehr gut vertragen und was die sehr gerne mögen. Und das bekommen sie dann auch dementsprechend. Ne? Ja, mag ich gerne leiden. Würde ich mir das nachkaufen? Ich weiß nicht, was es kostet, aber von der Wirkung her schon, würde ich sagen. Dann habe ich hier von Dove, das hatte ich auch mit in der Kliniktasche drin, Deeply Nourishing. Ja, Showergel, ne? Das ist einfach ein Duschgel und eine kleine Größe. Ich mag den Dove-Duft einfach, das ist für mich so ankommen irgendwie. Das ist also für mich halt auch ein Stück weit Kindheit, weil meine Mom und meine Oma haben immer nach Dove gerochen und das war halt auch immer bei uns überall vertreten. Deswegen, ja, ist halt parfümiert, aber trotzdem ist es, ich finde, es gibt solche parfümierten Sachen und solche parfümierten Sachen. Wenn ich mir jetzt so ein Giorgio Armani C Duschgel drauf gebe, ne, wo ich halt wirklich nach einem Parfum rieche, ist es eine andere Sache, als wenn ich mir ein Dove-Produkt oder ein Dalton-Produkt aufgebe. Das ist so irgendwie, versteht ihr so meine Gedankengänge? Also ich weiß nicht, es ist irgendwie sanfter, es ist irgendwie so dieses Cremige oder es ist deswegen, weil ich das damit assoziiere, dass ich ja damals tatsächlich das auch bei meiner Mom und meiner Oma halt immer so gerochen habe. Ja, und ich merke, dass ich besser atmen kann. Ja, egal. Ich bin total geflasht davon, endlich wieder Videos zu drehen. Ihr macht euch keine Vorstellung. Ich liebe mein Baby, definitiv. Aber ich liebe es, hier auch zu sein und mit euch so ein bisschen... ihr merkt das. Okay, weitermachen, Claudinchen. Ich habe eben schon von Dalton gesprochen. Jetzt gerade habe ich keinen Code. Ich hatte ja gerade sehr, sehr lange einen 30% Rabattcode. Also auch da vielen, vielen Dank an alle, die mich das supportet haben und den Code auch verwendet haben. Das ist immer eine ganz schöne Geschichte tatsächlich, weil es ja auch ein Affiliate-Rabattcode ist. Ne? Und ja, da habe ich auf jeden Fall gerade das Comfort Clean Sensitive Skin sanftes Anti-Aging Gesichtswasser leer gemacht. Das ist ein Toner. Ne? Also das habe ich als Toner auch verwendet. Das heißt, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe und bevor ich mein Gesicht gepflegt habe, kam einfach ein Toner dazwischen, um das Ganze mal so ein bisschen auszubalancieren, die Haut darauf vorzubereiten, dass Pflege kommt. Und sowas macht einfach auch Sinn, wenn man so eine sensible Haut hat, ne? Dass man einfach der Haut so eine, ja, nicht Schutzschicht, weil Creme ist ja nicht, ne? Aber dass du halt so eine leichte Vorbereitung auf die Wirkstoffe, die danach kommen, schon mal geben kannst. Ja, mag ich sehr gerne, meine Haut mag das auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich eine Intimwaschlotion leer gemacht. Die hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwo in der Box drin. Ich glaube, in der beauty.at Box oder so. SBC Lotus Flower Intimate Wash. Das fand ich richtig gut. Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Es war halt auch mild, ne? Also das hat mir gut gefallen. Doch, ja. Und ich benutze halt immer Intimwaschlotionen, Intimwaschgeschichten. Einfach, weil das angenehmer ist und so. Und ja. Muss auch sein, ne? Ja. Dann habe ich hier ein Duschöl leer gemacht. Aromatherapy Shower Oil Rose Enrich and Uplift. Also da muss ich wirklich sagen, das war vom Duft her grenzwertig, weil das sehr, sehr intensiv war. Ich habe das halt in der Hochphase meiner Schwangerschaft verwendet, also quasi als Bauchi so riesig war. Und ich habe keinen einzigen Schwangerschaftsstreifen. Ich klopfe auf Holz. Und ja, wo sollen sie jetzt herkommen? Mr. Bauchi ist raus, ne? Mr. Bauchi ist jetzt Julius. Und ich glaube, dass sowas halt auch schon mithilft. Weil du da halt irgendwie eine Reinigung hast, aber gleichzeitig auch eine Pflege. Also es hat mir schon gut gefallen und auch gut getan. Aber der Duft war schon sehr, sehr intensiv. Das ist nicht jedermanns Sache, glaube ich. Ne? Das hier fand ich vom Duft her aber richtig geil. Vella Fusion, das ist eine Haarmaske gewesen, die Intense Repair Mask. Friseur Feeling Top habe ich mir hier noch drauf geschrieben. Die mochte ich irre gerne leiden. Und das wäre auch ein Produkt, wo ich drüber nachdenken könnte, mir das mal in groß nachzukaufen. Ja, weil das riecht halt richtig geil. Dieses frisch vom Friseur Gedönsel duften. Hier habe ich einen großen Bottich leer gemacht von Chaya. Das ist Marshmallow Sugar Body Scrub Delicious Care Strawberry Fluff. Und das ist ein mechanisches Peeling für den Körper, was aber irre riecht. Wow. Also dieser Duft ist enorm. Ich mag es richtig gerne. Aber Marshmallow Strawberry Fluff sagt doch schon mal alles, würde ich sagen. Ne? Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Bekommt ihr bei Cosmetic for Less. Da könnt ihr mit Claudi15, das ist ein Code nur für euch, das ist nicht Affiliate oder sonst irgendwas,
15% auf alles immer wieder sparen. Ne? Das ist auch vielleicht ganz interessant für euch zu wissen. Und da bekommt ihr halt auch die Chaya-Produkte. Ich will mal in meinem Hinterkopf, meine Stiefschwiegermama in Spee, die aus Schlesien kommt, wie sie das richtig ausspricht. Und ich komme damit noch nicht so ganz so klar. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. Mein Freund hat es einmal aus Versehen genommen. Oh, ich liebe den Duft. Weil der seine Hände irgendwie, die waren... Was hatte er da dran? Farbe, glaube ich. Ja, beim Kinderzimmer renovieren hatte er Farbe oder so ein Kram da dran und wollte das halt abmachen und hat sich davon das genommen und sagte dann, als er aus der Dusche rauskam, boah, Claudi, was ist das denn? Ich sage, ja, das ist meins halt, ne? Oh, ich lieb's. Gut. Dann habe ich Augenpatches aufgebraucht und zwar von Petite Fee Gold and Snail Hydrogel Eye Patch, aber das ist ja natürlich nicht wirklich mit Schneckenschleim, ne? Haften und pflegen sehr, sehr gut, hat mir echt gut gefallen. Ich mag es einfach gerne, wenn wir diese, ne, in Pöttchen drin haben, das ist praktisch zum Aufbewahren und ich weiß nicht, bilde mir einfach ein, dass man dadurch auch Verpackungsmüll spart, obwohl du hier drin ja, du hast ja allen möglichen Kram. Habe ich das jetzt rausgenommen? Naja, auf jeden Fall hätte man hier auch noch eine Pinzette und sowas drin gehabt, ne? Ja. Egal. Dann habe ich hier eine Body Lotion, nein, Body Cream leer gemacht. Sol de Janeiro Bombdia Bright Cream. Die ist so geil. Wirklich. Die riecht klasse. Ich mag die auch lieber als die Bum Bum Cream. Und, oh, da sind AHAs mit drin gewesen. Dann hätte ich das, glaube ich, gar nicht verwenden dürfen. Weil eigentlich darf man AHA nicht in der Schwangerschaft verwenden, Leute. Da habe ich nicht drauf geachtet. Vitamin C ist auf jeden Fall auch mit drin gewesen. Na gut, ich habe es ja nicht gegessen. Ne? Und da macht ja auch immer so ein bisschen die Dosierung, die Musik. Ne? Oh, jetzt habe ich aber ein schlechtes Gewissen. Aber ist nichts passiert. Naja, auf jeden Fall... Tatütata. Hilfe. Hat die auch sehr gut gerochen. Und ich mochte die Pflegewirkung. Die war schon recht reichhaltig. Ne? Und ich habe die verwendet auf den Arm, auf dem Bein und auf dem Rücken. Und da war die wirklich klasse. Sehr, sehr pflegend halt. Ne? Und dann habe ich auch eine sehr, sehr pflegende Geschichte verwendet. Und zwar von M. Asam Magic Care Super Lift Neck Cream. Also es ist quasi Hals- und Dekolleté-Creme. Dafür habe ich sie halt verwendet. Hat mir wirklich gut gefallen. Und man sollte halt einfach daran denken, dass das Gesicht ab einem gewissen Alter nicht hier aufhört, sondern ungefähr hier so. Das heißt, auch wenn ich eine Gesichtscreme verwende, weiter nach unten. Ne? Also immer schön Hals und Dekolleté auch noch mit einschmieren, damit man da halt nicht die Problematik irgendwann im Alter hat, dass man da eben Falten bekommt. Und wenn wir halt im Gesicht vorsorgen, sollten wir das einfach ein bisschen tiefer ebenfalls tun. Und ja, sowas finde ich klasse. Würde ich mir sowas so wirklich explizit kaufen? Ich glaube nicht, weil ich das einfach vergessen würde. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, also ich muss mir das wirklich explizit auch immer hinstellen, dass ich das dann auch verwende, ne? Sonst vergesse ich das halt. Eyepatches habe ich noch mehr leer gemacht. Isana Augenpads abschwellend mit Vanilleextrakt und Panthenol. Das war so wie so ein Vlies, ne? Und ähnlich wie die Q10 oder Q10 Augenpads, die es ja auch gibt. Die kleben halt richtig krass, ne? Ist okay, macht was es soll, hat mir gefallen, fand ich toll. Wir lieben alle Reime. Ich mag es auch. Dann habe ich hier so eine kleine Geschichte von Biothermie Blue Therapy Eye leer gemacht. Die mochte ich auch gerne leiden. Die hat eine schöne Pflegewirkung auch mit dabei gehabt. Die war nicht so lotionsmäßig, also nicht so flüssig, sondern halt wirklich wie so eine festere Creme. Und die war auch ein bisschen so aufgefluffelt. Und also die mochte ich wirklich gerne leiden. Doch, die kann ich mir auch vorstellen, dass ich mir die dann mal nachkaufe. Sie würde aber definitiv nicht gegen die... Kiehl's Avocado Cream anstinken können. Die verwende ich ja super gerne, wenn ich auch ein bisschen trockenere Augen habe oder so, ne? Sie würde auch nicht anstinken können gegen die Dalton Q10. Die habe ich jetzt aktuell in Anwendung. Die ist auch richtig geil. Und ja, die Clinique All About Eyes natürlich, ne? Aber war auf jeden Fall schön, die Beauty. Jo. Okay, dann habe ich noch mehr Augenpatches gemacht. Offensichtlich habe ich nicht so viel Schlaf in letzter Zeit bekommen. Ja, Flash Patch von Patchology Rejuvenating Eye Gels, fand ich 1A, mochte ich gerne leiden. Also wenn ihr die auch irgendwo in der Box, in einem Adventskalender drin habt, verwendet sie gerne. Dann habe ich hier von Yves Rocher etwas aufgebraucht und zwar Juicy Berries. Oh ja, das mochte ich super gerne vom Duft her, das ist ein Duschgel gewesen. Sehr fruchtig, süß. Aber angenehm. Also ich mochte das. Ne? War eine tolle Erfahrung, ein toller Duft. Eine Fußcreme von dem Asam Vino Gold habe ich leer gemacht. Die war super schnell leer. Also das hat mich ein bisschen
verwirrt, weil das sind auch 75 Milliliter. Normalerweise halten bei mir Fußcremes doch deutlich länger, ne? Die fand ich aber richtig gut. Sie hat auch so einen leichten Frische-Kick gegeben. Ich weiß nicht, Rosmarin ist da, glaube ich, irgendwie mit drin oder so, oder? Weiß ich gar nicht. Roche auf jeden Fall auch ganz speziell. Also ich mochte die. War sehr belebend. Dann habe ich hier eine Handcreme aufgebraucht und zwar von The Body Shop Hand Balm Almond Milk, also Mandelmilch, for dry sensitive skin, 96 Stunden Nourishing Moisture. Ja, die fand ich richtig gut. Die war nämlich richtig pflegend, sehr, sehr reichhaltig. Habe ich abends halt immer verwendet. Dann habe ich mir immer so eine, ne, Zeigefingerlänge und dann halt auf die Hände und fertig ist die Laube. Und das mochte ich richtig gerne leiden. Also die ist auch schnell eingezogen. Tatsächlich. Die hat mich so geschmiert. Also da konnte ich halt auch so nach 5 Minuten oder so schon irgendwie an mein Handy rangehen oder so. Also, ne, auf dem Display rumtatschen. Oder halt mein Baby in den Arm nehmen. Und es hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier noch mehr Kram. Ja, das haben wir mal bei Julius jetzt ausprobiert. Wir haben das mit der Hebamme abgesprochen. Er trinkt gut und vernünftig, deswegen können wir theoretisch auch schon einen Schnuller mal ausprobieren. Und das haben wir auch gemacht. Da habe ich jetzt hier von Mom 0 bis 2 Monate Perfect Naissance. Ich weiß gar nicht, wo ich den... Ich glaube, der war mal in so einer Blissim Mama-Box irgendwie mit drin. Das ist so ein grüner. Ja, den hat er jetzt bekommen und den hat er auch ganz gut angenommen. Also das hat ganz gut geklappt, ne? Und ja... Wir nennen den Schnulli dann auch ab und an gerne mal The Silencer, also quasi den Leisemacher. Das kann mein Freund dann auch ganz gut verwenden, wenn er das einfach mal überbrücken muss, dass ich gerade auf Klo bin und jetzt gerade nicht direkt meinen Mops rausholen kann. Dass man da einmal kurz einen Schnulli hat. Julius mag es natürlich nicht so gerne wie direkt bei Mutti, ne? Klar, aber den, ja, nimmt er ganz gerne. So, what have we now? Machen wir mal weiter. Das hier, die hatte ich ja auch in der Kliniktasche, habe ich aber nicht, also die habe ich zu Hause dann angewendet, weil definitiv hatten die Leute in der Klinik genug Sachen, die sie mir geben konnten und die waren auch deutlich bequemer, als es vorher beschrieben wurde. Also ich weiß auch nicht, was, keine Ahnung. Menschen haben mir gesagt, dass es nicht so angenehm sein soll, die Klinikwäsche zu tragen bzw. die Klinikvorlagen zu verwenden. Ich fand die gut, tatsächlich. Egal. Die habe ich dann zu Hause angewendet. Mama, 10 von diesen Vorlagen, ja, ne, für den Wochenbettgedünsen, was da halt so rauskommt, waren die gut. Kann ich empfehlen. Dann habe ich auch noch eine Nippelsalbe leer gemacht und die fand ich richtig toll, Lansino. Die habe ich von meiner Hebamme bekommen, die hat mir nämlich so eine Tasche mitgegeben. Beruhigt und schützt, beanspruchte Brustwarzen, sicher für Mutter und Baby, 100% natürlich. Die habe ich mir jetzt auch bei Black Friday in groß nachgekauft. Ich habe jetzt gerade noch eine von Melly in Anwendung von Baby Love. Genau, und wenn die leer ist, dann wird die hier wieder weitergenommen, weil die sehr, 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 sehr schön pflegend ist. Und ich hatte ganz am Anfang richtig Schmerzen und Probleme und ne, habe aber trotzdem tapfer weitergemacht und die hat mir sehr geholfen, genauso wie auch die Heilwolle, die ich auch empfohlen habe, bekommen habe von euch. Dann kommen wir jetzt mal zu ein bisschen dekorativer Kosmetik. Das wird ja gesammelt. Habe ich das letzten Monat eigentlich wo vergessen? Weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall von Sassy Beauty Hydrating Fixing Spray. Das habe ich eigentlich hauptsächlich verwendet, um es eher als Setting Spray zu verwenden, nachdem ich meine ganzen cremigen Texturen aufgetragen hatte. Da war das okay. Es wäre aber jetzt kein Produkt, wo ich sage, Mensch, das muss ich mir jetzt unbedingt nachkaufen, ne? Ja. War halt okay, war mal in der Glossy Box drin oder in der... Nee, nicht in der Glossy Box, oder? In der Box war es auf jeden Fall mit dabei. Ja, war okay. Dann habe ich hier von Biotherm die Live Plankton Essence in Mars gemacht. Ich muss sagen, dass ich dieses Live Plankton Elixier eigentlich gar nicht mochte. Also das hatte ich schon mal auch da und ich mochte den Duft nicht, hat mir nicht gut gefallen, meiner Haut hat es auch nicht gut gefallen, wohingegen ich aber die Maske top fand und ich glaube, dass das Serum eigentlich das gleiche sein müsste, ne? Hier ist sehr, sehr viel Serum drin gewesen, leicht cremig war die Maske quasi getränkt von diesem Serum, war toll pflegend, ein bisschen zu klein, okay, aber ich mochte die gerne leiden, ne? Jo. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Jo, hier haben wir dann auch noch was Meerestechnisches und zwar die Dalton Q10 Cell Energy Q10 Cream mit einer leichten Textur. Die gibt es ja auch für den Winter dann mit einer etwas, also in einem Tiegel dann, ne? Die ist dann ein bisschen reichhaltiger. Die habe ich als Gesichtscreme, ja, aufgebraucht, ne? Und ich merke einfach, dass die Dalton-Produkte sehr, sehr gut bei mir funktionieren. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es Meereskosmetik ist und
das Leben aus dem Meer kommt und du bist Leben und ich bin Leben und wir kommen ganz, ganz ursprünglich vor 100 Millionen Jahren auch aus dem Meer tatsächlich, Evolution und so, also quasi das, was vor den Affen noch gewesen ist. Und ja, genau, deswegen, ich vertrage die Dalton-Produkte richtig, richtig gut, mag sie einfach gerne leiden und habe immer wieder gerne die Produkte bei mir in Anwendung und empfehle sie euch auch immer wieder von Herzen. Es ist so ein kleiner Spa zu Hause und ja, selbst wenn man sich dann halt einfach mal eine Gesichtscreme von Dalton gönnt und sich gönnt. Oder man gönnt sich die Augenpatches, die jetzt ja neu sind, in einer neuen Verpackung, Hydrogel, 100% biologisch abbaubar, ne? Sind die Eyepatches davon. Und das sind, achso, habe ich viermal aufgebraucht. Okay. Cool. Kühlende und duftstofffreie Gelpads und die mag ich einfach gerne. Die kleben so, so gut an der unteren Augenpartie. Du kannst theoretisch, wenn du an der Decke gehen könntest, über Kopf staubsaugen, sage ich immer ganz gerne dazu. Aber es ist tatsächlich so, die pflegen schön, die geben ordentlich Feuchtigkeit, die polstern auf, die geben frische Kick. Und das halt nicht nur für 5 Minuten, nachdem du die Pads abgenommen hast, sondern wirklich dann auch den ganzen Tag über und den ganzen folgenden Tag bestimmt auch, aber ich muss sagen, ich mache mir jeden Morgen Eyepatches drauf, einfach weil ich das sehr, sehr angenehm finde und eine sehr trockene Haut habe. Die kann ich euch aber empfehlen. Ja, sehr schön. Ja, ist auch ein schönes Geschenk, wenn man irgendwie jemandem ein schönes Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk macht, finde ich, ne? Wenn du da einfach ein bisschen Augenpads mit zuschenkst. Ich mag's. So, dann krempeln wir wieder hoch. Habe ich nämlich auch diese Pads hier gemacht. Das war ganz interessant von Annemarie Berland. Huch, die sind nämlich von der Haptik her genauso wie die von Dalton. Einziger Unterschied, die hier sind parfümiert. Ne? Das heißt, wenn man sensible Augen hat, dann könnte es dazu kommen, dass die Augen gegebenenfalls ein bisschen tränen. Aber die halten genauso gut oder haften genauso gut. Ich mochte die Pflegewirkung auch sehr gerne davon und kann die tatsächlich auch sehr empfehlen. Also wenn man halt jetzt nicht irgendwie wegen Duftstoffen aufpassen muss. Ne? Ja, Hyaluron-Augenpads mit Soforteffekt und das kann ich definitiv bestätigen. Habe ich, wie gesagt, auch dreimal leer gemacht. Unten habe ich noch ein paar Zahnpasta. Jo, Parodontax, die habe ich bei einer Rossmann-Bestellung mal dazu gekriegt. Mehrere Male, genau. Die hatte ich dann jetzt auch immer wieder auf Reisen mit dabei. Und die schmeckt leicht salzig, muss ich sagen. Also nicht ganz so mein Geschmack. Ist mir auch irgendwie, wenn ich das auf meine Zahnbürste drauf gemacht habe und meine Zahnbürste dann quasi verwenden wollte, ziemlich oft runtergefallen von der Zahnbürste. Hat nicht so gut gehalten. Egal. Aber es hat die Zähne sauber gemacht und seinen Zweck erfüllt. Also schon eine schöne Zahnpasta, die ich mir aber nicht nachkaufen würde. Da habe ich ja meinen Liebling, Elmex Repair and Prevent, die finde ich richtig gut. Also wenn ich eine Zahnpasta nachkaufe und wir sind wirklich noch gut versorgt, dann würde ich mir die Elmex Repair and Prevent nachkaufen. Auch die hier hatten wir mal in einem Adventskalender oder in einer Box drin. Aquatic Mint von Marvis. Auch das ist eine gute pflegende Zahnpasta. Die fand ich auch wirklich schön. Die mochte ich auch vom Geschmack her. Also Marvis hat ja auch tatsächlich die Zahnpasten mit Zimt und so ganz crazy Geschmäckern. Das ist nicht ganz so meine Welt. Also ich brauche schon Fresh in meinem Mund, ne, wenn ich mir die Zähne putze. Ja, also ja, war eine gute Zahnpasta, war solide. Dann habe ich von der lieben Karen in der Zuschauerpost Rituals, The Ritual of Sakura Magic Touch Body Cream mit Reismilch, Organic Rice Milk and Cherry Blossom und Kirschblüte. So pflegend, so reichhaltig, so angenehm. Also das ist so ein ganz, ganz tolles Produkt von Rituals. Ich mag gerne die Ritual of Sakura-Reihe. Die haben schöne, schöne Produkte und bis auf den Raumduft, den mag ich nicht so gerne. Dieses Sprühvieh, nicht meine Welt. Aber das hier, eine ganz schöne Geschichte, was die Haut auch wirklich smooth gemacht hat, aber sehr stark halt parfümiert ist. Egal, manchmal darf man sich halt auch mal gönnen, ne? Ja. Dann hat Julius Windeln aufgebraucht. Hier habe ich einmal die von Baby Dream Newborn 2 bis 5 Kilo. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht, dass ich die ein oder andere Windelpackung auch mal zeige und was dazu sage. Also die haben wir ja, gerne verwendet. Die haben sich auch gut anlegen lassen. Ja, in Relation zu den Baby Love, die es ja bei DM gibt, sind die hier vom Bund her etwas niedriger. Aber sie haben gut geschützt, waren auch wirklich eine schöne Geschichte. Und die würden wir uns auf jeden Fall nachkaufen. Aber wir testen uns gerade noch so durch super viele andere durch. Und er hat die auch auf jeden Fall vertragen. Ne? Dann habe ich eine Po, also Happy Po habe ich ja gekauft.
Ja, ihr werdet meinen Geburtsbericht noch hören. Also den habe ich, also ich habe tatsächlich Happy Po gekauft, einfach falls ich Geburtsverletzungen habe, dass ich mich dort dann untenrum waschen kann. Ich hatte im Krankenhaus dann aber einen Literpott so stehen, das hatten die vom Krankenhaus dort hingestellt. Das hat mir tatsächlich vollkommen gereicht. Es ist aber eine ganz angenehme Geschichte für, wenn du dann halt zu Hause bist und sich die Darmflora halt wieder einstellen muss. Schönes Thema, schönes Thema. Ja, aber dann ist es halt angenehm tatsächlich und ein schöner Ersatz für ein Bidet, ne? Also ich kenne es noch aus meiner Kindheit, dass wir ein Bidet immer hatten bei uns im Badezimmer. Das war so halt wirklich 80er, 90er Jahre Style, dass man sowas halt wirklich noch im Badezimmer mit integriert hat. Heutzutage hat man das ja nicht mehr. Ich glaube, es gibt nicht mal mehr Bidets zu kaufen und ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung weiß nicht mal, was ein Bidet ist. Wenn sie das sehen, denken sie wahrscheinlich, was ist das denn für ein kleines Waschbecken? Ich kenne es halt tatsächlich auch noch von meinen Eltern, ne? Also bei meinem Papa im Haus, da ist tatsächlich auch noch ein Bidet. Und ja, ne? Also ja, ist auf jeden Fall ein schöner Bidet-Ersatz, falls man halt einfach mal sowas braucht. Ja, ich finde es gut. Ja, genau. Aber bei mir war halt einfach die Geburt etwas anders als erwartet. Dementsprechend, ja, habe ich es halt nicht für den Zweck verwendet, wo ich es eigentlich für gekauft habe. Ja. War nicht so. Egal, egal. Anderes Thema. Mache ich da noch ein Video drüber. Ihr wisst Bescheid. So, etwas, was man natürlich dann auch im Nachhinein brauchte, sind hier diese Yessa Maxi Binden Night Plus, auch vielleicht eine Blasenschwäche. Ja, ne? Also das, was ich halt tatsächlich sehr, sehr schade finde. Und ich habe heute eine neue Bestellung bei DM getätigt und ich hoffe, dass ich da auch die richtigen Sachen dann in meinen Warenkorb gepackt habe. Hier steht es nämlich auch drauf. Einzeln verpackt. Das finde ich schade. Das hätte nicht sein müssen. Also diese ganzen Binden und Gedönssachen, die man halt so kauft, die sind irgendwie ständig alle einzeln verpackt. Wenn ich die jetzt halt zu Hause brauche und ne, dann brauche ich die nicht. Das ist mir zu viel. Tatsächlich, mir ist das zu viel Müll. Ja, wirklich. Und das nervt mich dann tatsächlich, ne? Und ich weiß halt, dass ich sowas jetzt aktuell brauche und ja, ne? Aber dann hole ich mir wahrscheinlich eher lieber so diese Wochenbetteinlagen, aber die sind dann halt immer so dick und das finde ich ein bisschen schade. Naja, aber mal gucken. Ich hoffe, ich habe jetzt bei meiner Bestellung die richtigen Sachen bestellt. Dann habe ich hier noch die Slip-Einlagen extra lang drin gehabt. Die habe ich dann quasi kurz bevor Julius gekommen ist, auch viel getragen und ich hoffe, dass ich dann auch sehr bald wieder hierzu zurückkommen werde, dass ich halt keine Binden mehr brauche, sondern halt ganz regulär die Slip-Einlagen verwenden kann, ne? Aber ja, also Slip-Einlagen werde ich immer verwenden müssen, einfach weil ich das einfach brauche und das wird sich auch nicht durch die Geburt reguliert haben, um das mal so zu sagen. Crazy formuliert. Dann habe ich ein bisschen Liebe noch in meinem Gesicht gehabt und zwar von Dalton die Caviar Deluxe Zellumer Intense Ampullen. Da sind 5 Stück drin. 2 von diesen Ampullen habe ich tatsächlich dann noch im Krankenhaus gemacht. Wer sich wundert, ich wundere mich nicht darüber, muss ich gestehen, weil ich habe das im Prinzip dann verwendet als Komplettpflege. Also, dass ich mir halt wirklich nur einen Toner und dann halt die Ampulle aufgegeben habe und es war für mich einfach ein so schöner Spa-Moment, aber gleichzeitig halt so ein Quick and Dirty Gedönsen. Also, dass ich mir mal eben schnell einfach ein bisschen Liebe ins Gesicht gegeben habe. Nach der ganzen Prozedur, die ich da durchgemacht habe, war das einfach auch dringend notwendig und ich bin sehr, sehr froh, dass ich meine Kliniktasche auch so ausgestattet habe, wie ich sie ausgestattet habe, denn ich habe tatsächlich nach der Geburt sehr viel Liebe gebraucht und das war schon sinnvoll, was ich da gemacht habe. Ja, okay, also wir haben hier schöne Inhaltsstoffe drin, das ist halt auch wieder so, ja, ne, die Meereskosmetik-Geschichte und was bei der Caviar Deluxe Ampulle halt auch einfach nochmal on top kommt, das ist diese Hochzeitsampulle, so nennt die sich ja quasi, also du hast halt dadurch eine wirklich wie gefotoshoppte Haut, was jetzt furzepieps egal ist, wenn du im Krankenhaus liegst und eh aussiehst wie total verlottert, aber es hat mir einfach ein angenehmes Gefühl gegeben und ich habe mich nicht ganz so rotze gefühlt und es hat mich halt auch ein Stück weit motiviert, um vom Bett auch einfach mal ins Badezimmer dort zu gehen, einfach weil ich dann diesen Moment hatte, um dann einfach mal ein bisschen mir was Gutes zu tun und deswegen, ja, habe ich das einfach verwendet und das hat mir gut getan und ich finde, das sollte auch einfach vollkommen legitim sein und ja, also jede Frau, die ne, eine Geburt halt macht, dass man da einfach auch jeder Frau den Freiraum lassen sollte, selber zu entscheiden, was sich so gehört, ne, ja. Genau. Und das habe ich einfach gerne gemacht und das hat mir sehr, sehr gut getan. So. Dann haben wir hier Allzwecktücher feucht von Denk mit aufgebraucht.
Bei uns stehen die halt gefühlt überall immer rum und man greift da einfach schneller zu, als dass du, wenn du irgendwie was, ne, dann erst einen Lappen holen, nass machen und dann tüdelülü. Sowas ist einfach praktisch und dann hat man das einfach da und dann kann man eben schnell was wegwischen. Fertig ist die Laube. Ne? Finde ich auch immer ganz praktisch und ja, sowohl mein Freund als auch ich verwenden die sehr gerne. Mein Freund noch mehr als ich, aber ja, ab und an geht dann halt einfach mal eine Packung davon leer. Die habe ich auch tatsächlich im Krankenhaus verwendet. Da gehen auch ganz liebe Grüße an die Karen raus. Die war so toll. Isana-Tuchmaske, Melone und Vitamine. Vitalisierter Teint, intensive Feuchtigkeit. Und ich habe mir auch hinten drauf geschrieben, Krankenhaus, mega. Ich weiß noch, als ich die drauf gemacht habe und dann, nachdem ich quasi mich fertig gemacht, ich habe die dann quasi drauf gehabt, als ich mir die Zähne geputzt habe, bin dann aus dem Badezimmer rausgekommen und dann warteten dort halt die Schwester und die Schwestern Schülerinnen, glaube ich, also das ist ein Lehrkrankenhaus auch, glaube ich, gewesen, wo ich entbunden habe und die haben mir auch direkt gesagt, boah, du siehst richtig frisch heute Morgen aus. Ich habe meine Geheimwaffe mit dabei gehabt. Ja, also wirklich, die hat auch wirklich was gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen und deswegen, das war halt ein schöner Spa-Moment, den ich gebraucht habe. Ja. Ja, dann habe ich hier noch ein kleines. Ich hab hier noch einiges drin, Leute. Ne? Auch dekorative Kosmetik ist tatsächlich leer gegangen, aber da kommen wir gleich zu. Von Kiehl's Cannabis Sativa Seed Oil 4 Milliliter. Das ist nur so eine kleine Geschichte. Pflegi und Stinky habe ich hier drauf geschrieben. Also ja, das war, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Ich glaube mal irgendwo in der Blessing-Box mit drin. Ja. Mochte ich gerne leiden. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ist tatsächlich aus Glas, auch wenn das nur so ein kleines Vieh ist. Habe ich abends verwendet. Hat wirklich ein bisschen gestunken, ein bisschen grasig halt, also rasenmäßig. Hat aber gepflegt. So, meine Haut hat es gut vertragen. Mochte ich gerne leiden. Und dann haben wir Feuchttücher, so eine Probe bekommen von Hip Natural Feuchttücher Aqua. Die waren okay, aber ich finde die von Baby Dream, die ich euch eben gezeigt habe. Habe ich die euch schon gezeigt? Ja, ne? Nee. Die kommen ja noch. Die von Baby Dream, die finde ich besser. Also, ich würde mir die jetzt nicht nachkaufen. Nö, das nicht. Also, da finde ich die hier tatsächlich besser. Und die kamen jetzt auch gerade noch in Anwendung. Also, noch eine Packung davon. Ne? Von Rossmann sind die ja. Extra Sensitive Feuchttücher. Die kriegst du hier richtig schön auch rausgezogen. Gut, bei diesen von Hip ist natürlich das Praktische, dass du die quasi nochmal in der Hälfte durchteilen könntest. Aber ich finde die hier praktischer. Also die mochte ich lieber leiden. Ich weiß nicht, wie das bei der Originalpackung von den Hip-Dingern ist, ob du da dann auch so einen Verschluss halt mit dabei hast. Ja, das mochte ich auf jeden Fall gerne leiden. Und ja, ne? Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch eine Maske gemacht. Ich glaube, das war ein oder zwei Tage, bevor ich dann die Entbindung hatte tatsächlich. Valea bedruckte Fußsockenmaske mit Buttermilch und Limone. Toll bei schweren Füßen. Ich habe tatsächlich zum Ende hin noch so ein bisschen Wassereinlagerung bekommen. Nicht so super sichtbar, aber ich habe halt einfach gemerkt, alles ist schwerfälliger und es sammelt sich schon ein bisschen mehr Gedönsen überall an. Ne? Das habe ich gerade in den Beinen sehr intensiv gemerkt. Und das hat halt wirklich erfrischt. Ja, ich glaube, das wäre halt noch cooler, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man die halt wirklich so im Sommer macht und dann vorher in den Kühlschrank packt oder so. Ich habe die jetzt ja im Herbst gemacht, aber trotzdem, also hat mir gut gefallen, kann ich empfehlen. Dann habe ich eine Reisezahnbürste mitgenommen von Don to Dent, Time to Travel. Ja, ne, Härtegradmittel, die fand ich gut. Das ist übrigens Papier, glaube ich, ne? Das kann ich dann im Papiermüll. Verpackung recycelbar, das ist schön. Die konntest du so zusammenklappen. Und das fand ich halt auch sehr, sehr praktisch. Ja, mochte ich gern. Fand ich gut, fand ich angenehm. Ich bin aber nach wie vor eher ein Fan von elektrischen Zahnbürsten, weil ich ein Faultier bin. Ne? Ja, aber deine Klinik war das vollkommen, hat schon gut funktioniert. Ach, die habe ich gar nicht verwendet. Von First Moments, die Stillhütchen, hatte ich in der Klinik mit. Wurde mir dann von abgeraten, die zu verwenden, auch als ich halt so mega Au-Nippel hatte. Einfach, weil mir gesagt worden ist, du erwartest einen Effekt, den du sehr wahrscheinlich leider nicht damit bekommen wirst. Da waren halt super viele sehr kompetente Frauen, die da waren. Ne? Und die haben mir halt gesagt, na, besser nicht, nur wenn es halt wirklich sein muss. Ne? Deswegen, also da kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen, wie ich es gerne würde. Habe ich bislang tatsächlich nicht verwendet und dann auch nicht gebraucht. Ja.
Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht von Mermaid & Me. Das hatte ich letztes Jahr in diesem crazy Adventskalender, der so sackteuer war und dann so hart reduziert. Und irgendwie war das ein Fehler und keine Ahnung. Und alle haben sich gefreut, die ihn gekriegt haben. Power Papaya Shampoo Clean and Strong Hair. Oder war das in der Box drin? Das weiß ich gerade echt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall fand ich das okay. Aber würde ich mir nicht nachkaufen, weil mir die Pflegewirkung nicht gut genug ist. Also ich habe jetzt aktuell in Anwendung zwei habe ich in Anwendung. Einmal das Elvital Dream Length. Das ist noch in einer kleinen Größe, das wollte ich noch aufbrauchen. Und das Grow Gorgeous in der Sensitive-Geschichte. Und die beiden sind einfach um Längen besser als dieses hier. Und deswegen, das würde ich jetzt nicht so empfehlen. Nö. Dann habe ich hier noch Augenpatches leer gemacht und zwar 24 Karat Gold Augenpads. Die waren letztens in der Box drin von La Naturelle. Ich fand die super, da waren zwei Paar drin. Mir kam das nur bekannt vor. Ich meine, dass wir irgendwann mal bei Amazon auch diese, weiß ich nicht, diese 24K Gold Bla-Geschichten für ein Appel und ein Ei mal kaufen konnten eine ganze Zeit lang, die dann ja irgendwann auf ominöse Weise verschwunden sind und dann irgendwie in solchen Verpackungen für ein Zehnfaches von dem, was man bei Amazon dafür bezahlt hat, wieder aufgetaucht sind. Aber wenn man die Umverpackung entfernt hat, war das gleiche drin. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also das kam mir halt bekannt vor. Hier haben wir hier Wasser, Kollagen, Vitamin C, Vitamin E, Hyaluronsäure, Provitamin B5 und Gold drin. Mehr nicht. Das hört sich eigentlich ja auch soweit so gut an. Also ich mochte die gerne. Ne? Ich habe die gerne verwendet. Dann habe ich einen Reinigungsschaum von Moët, Stephanie Giesinger, Gentle Cleansing Foam. Das war in meiner Glow Goodie Bag drin und den mochte ich gerne leiden. Ist ganz interessant. Nicht jede, die den verwendet hat, mochte den so gerne leiden, habe ich gehört. Ne? Ist mit Bio-Aloe Vera und Panthenol und ich habe das als zweiten Schritt beim Double Cleansing verwendet, also unter der Dusche oder halt als alleiniges Produkt, wenn ich halt vorher ungeschminkt war, so, aber halt als Reinigung. Also meiner Haut hat es gut gefallen. Ich habe da echt, kam ich super mit klar. Den mochte ich gerne. Den mochte ich doch einfach gerne. Dekorative Kosmetik habe ich hier von Charlotte Tilbury. Hollywood Beauty Line Wand Easy Highlighter. Welche Farbe habe ich hier eigentlich? Spotlight, ja. Den mochte ich gerne, ne? Trage ich auch heute noch. Also ich habe heute den Rest vom Schützenfest noch angewendet. Schönes Produkt, was man aber definitiv gut gedupt auch immer wieder in der Drogerie findet. Sei es von Revolution oder Kiko hatte da auch tatsächlich eins, was mal in der Deutsche Diva Limited Edition drin war, was sehr, sehr vergleichbar war. Ich muss sagen, dass die Applikationsform mir an und für sich gut gefällt, aber das ganze Ding spackt dir einfach super schnell zu. Und ja, das liegt halt an diesem Puffelding hier oben dran, ne? Und an dem, ja, es ist halt irgendwann echt sehr, sehr zugespackt und dann ist die Anwendung immer schwieriger. Ich mochte es aber gerne leiden. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil dafür gibt es einfach genug Alternativen in der Drogerie. Dann habe ich hier von Idun Minerals ein Rich Moisture Serum leer gemacht. Pflegt gut, abends wie Lotion. Also ich habe das abends angewendet, es pflegt offensichtlich gut und das ist wie eine Lotion. Es ist aber trotzdem ein Serum. Also ich brauche danach definitiv auch noch eine Gesichtscreme. Gerade abends, da brauchte ich nochmal eine reichhaltige Geschichte oben drüber. Und das war, glaube ich, relativ hochpreisig und auch mal, ich glaube, in einem Cult Beauty Adventskalender letztes Jahr oder viel unique. Und ich mochte den Serum, den Gedönsen. Dann habe ich noch ein Deo leer gemacht. Und das ist von Marlene und Götz Eukalyptus Deodorant. Das ist so ein Stick gewesen mit 5,1 Gramm. Und das fand ich sehr praktisch. Den habe ich auch gut aufgebraucht. Ne? Jetzt ist da Plastik und wenn ich damit unter die Achse gehe, dann tut das weh. Und den hatte ich aber immer wieder auf Reisen mit dabei. Und das fand ich einfach sehr praktisch. Also der hat wirklich eine gute Schweißhemmungsgeschichte gegeben. Was du nicht machen konntest, war, wenn du dann irgendwie auf der Glow unterwegs warst und dann doch irgendwie ein bisschen geschwitzt hast, weil war sackwarm, den dann drüber zu machen. Das war unangenehm. Da würde ich dann eher so ein Sprühvieh verwenden. Aber morgens, abends oder wenn du halt die Möglichkeit hast, dir zwischenzeitlich mal die Achseln trocken zu machen oder wie auch immer, super. Ne? Mochte ich gerne leiden. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Den habe ich heute aufgebraucht auch von Maybelline Face Studio Prime. Das ist so ein kleiner Primer gewesen, den wir letztes Jahr im Adventskalender drin hatten. Und den mochte ich sehr gerne leiden. Der war von der Konsistenz her auch schon sehr vergleichbar mit der Beauty Mate Cream Boost oder mit der hier mit dem Cold Cream Primer oder mit dem Primer von Riva Loves Me in Kooperation mit Maxime. Holy Grails. Ne? Das könnte auf jeden Fall ein Dupe sein.
Und ja, mir hat er sehr gut gefallen. Meine Haut hat es sehr gerne verwendet. Oh, keine Würstchenparty, hat mit den Foundations, die ich danach aufgetragen habe, sehr schön funktioniert. Heute habe ich die Essence, ne, Fresh and Fit, diese mit Niacinamiden auch drauf. Liebe ich, finde ich großartig. Dann habe ich hier, das ist quasi aufgebraucht, also ich weiß nicht. Also im Prinzip ist da ja noch was drin, ne, von I Heart Revolution, dieses Avocado-Augenbrauen-Vieh. Aber das ist sehr voll jetzt mit Augenbrauen-Produkt. Und wenn ich das jetzt verwende, macht das die Augenbrauen sehr weiß. Also es funktioniert einfach nicht mehr, das Produkt. Deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, es ist für mich aufgebraucht, auch wenn das Produkt hier drin ist. Ne? Mochte ich, als es halt normal war, sehr gerne leiden. Und das hat auch sehr gut die Augenbrauen in Form gebracht und auch in Form gehalten. Und den ganzen Tag über auch echt gut funktioniert. Aber jetzt würde ich wirklich sagen, es ist durch. Ich glaube auch, dass es einfach schon sehr, sehr lange offen ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen feuchtes Toilettenpapier aufgebraucht. Sanft und sicher Deluxe. Ja, ich habe jetzt mittlerweile umgestellt und bin dann wirklich auf diese extra sensitive, bla, parfümstofffreie Geschichte gegangen. Ja. Brauche ich tatsächlich. Nach der Geburt ist es auch eine ganz wichtige Geschichte, sowas da zu haben. Und ja, ne? Genau. Das habe ich jetzt aber halt leer gemacht und wie gesagt, bin jetzt auf diese Extra-Sensitive- oder Med-Geschichte gegangen. Und das letzte Produkt, was ich euch heute in meinem Aufgebraucht-Video von den Produkten aus November zeigen möchte, ist von Marc Jacobs eine Mascara, die ich heute auch nochmal drauf habe. Da musste ich aber noch mit einer anderen Mascara ein bisschen nachhelfen, weil die halt schon sehr durch war jetzt. Wie heißt du denn? Adlashed Lifting and Volumizing Mascara. Die war wirklich schön. Also das war so ein Faserbürstchen, die hatten wir vor einem Jahr oder so in einem Adventskalender, ich glaube von Sephora drin. Mochte ich. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil die mir viel zu teuer wäre. Ne? Aber schönes Produkt. Stinkt jetzt auch mittlerweile ein bisschen übrigens. So, die Kiste ist leer. Tada. Die Mülleimer sind noch nicht ganz so voll, also ich, ne? Ja, könnt ihr noch was zumachen? Denkt auf jeden Fall an Beautymates. Ich habe euch Produktlinks in die Infobox reingepackt. Denkt an Claudi30. Vielen, vielen Dank für das Sponsoring von dem Video nochmal. Und ja, ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Produkt du vielleicht zuletzt aufgebraucht hast und was so deine Meinung zu dem Produkt dann entsprechend war. Und ja, dann war es das auch hier von mir, ne? Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.